Mein Name ist Edgar und das ist meine Geschichte. Einige Sachen habe ich ausgelassen, weil sie uninteressant sind oder nicht ohne weiteres jugendfrei. Oder weil ich sie schlichtweg vergessen habe. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Einige Sachen habe ich von anderen gehört. Wieder andere habe ich mir selbst zusammengereimt. Und manches ist kurzerhand erfunden. Das meiste müsste aber stimmen. Und so kommen wir nach einem nicht gerade alltäglichen Anfang, in dem der Leser angesprochen wird, zur wichtigsten Person in diesem Werk. Mir. Vielleicht hegen Sie schon eine gewisse Abneigung gegen mich. Kann das sein? Ich höre oft, ich wäre arrogant und würde ständig nur von mir reden. Aber die sind doch nur eifersüchtig auf mich. Den König der Straßen. Den großen, einzigartigen Edgar.